Christian Racker, FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin ist jetzt rausgegangen. Ja, wie darf man einbegleiten bei so einer Anklage gegenüber einer Ministerin? Und man muss sich schon einmal sachlich vor Augen führen, was in dieser Republik passiert ist. Und man geht davon aus, dass wir alle, wie wir hier sitzen, auf die Verfassung angelobt sind, auf gesetzliche Grundlagen unser Tun und Schaffen anheimstellen. Und dann passiert Folgendes, dass eine Ministerin hergeht, sich vielleicht auch gut wollend ein Projekt zurechtlegt, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, und im Grunde genommen versucht, quasi ein Inhaltsverzeichnis von irgendwelchen Käufern im Internet wiederzuspiegeln und das als Kaufhaus Österreich zu verkaufen. Das führt letztendlich dazu, dass nicht nur strafrechtliche Tatbestände hier vorliegen könnten, die zu überprüfen sind, und da muss man dem Kollegen Marznetter jetzt recht geben, sondern es ist eine Vielfalt von verschiedenen rechtlichen, rechtswidrigen Übertretungen, die nicht ausreichen, dass sie strafrechtlich oder zivilrechtlich geprüft werden, sondern auch inhaltlich auf gesetzliche Grundlagen in der verfassungsrechtlichen Überlegung geprüft werden. Und ich sage Ihnen, welche gesetzlichen Regeln. Wir haben auf der einen Seite diese strafrechtliche Verantwortlichkeit, dass innerhalb von 2 Monaten, maximal 3 Monaten, 1,2 Millionen Euro versenkt werden. Dann sagt man so salopp zur SPÖ hinüber, ja, ihr habt ja viel mehr verbraucht. Wenn das das Sittenbild dieser Republik ist, muss man sagen, wo fangen wir denn da an? Das heißt, wenn man nur 1 Million versenkt hat, das ist es noch nichts, dann kann man munter weitermachen, das ist es nicht. Sondern das, was wirklich hier passiert ist, es ist kein, nach dem Ministeriengesetz ist da nichts eingehalten worden, was eine Ausschreibung rechtfertigt. Die Aufschreibungskriterien sind auf der Seite weggewischt worden, weil wir sind noch bei 100.000 Euro bei der Dienstleistung, da ist letztendlich dann auszuschreiben. Das ist negiert worden. Der dritte Punkt, man hat regliche strafrechtliche Überlegungen hier außer Bilde gelassen. Wir reden von Fördermissbrauch, wir reden von Amtsmissbrauch, wir reden vom Untreue-Tatbestand. Und als dritten Punkt kann ich Ihnen nur sagen, auch zivilrechtlich, wenn ich heute einen Händler vertreten würde, ich würde die Frau Ministerin durch Sonne, Mond und Sterne schießen, wettbewerbsrechtlich, was sie hier angestellt hat. Und das sollte man überlegen. Und da rechtfertigt es allemal, hier heute über diese Ministeranklage nachzudenken, weil das ist wirklich plump gemacht. Das ist echte Korruption in diesem Land. Christian Racker von der FPÖ ruft auf, über die Ministeranklage gegen Ministerin Schramböck zumindest nachzudenken. Racker ist Rechtsanwalt aus Kärnten im Zivilberuf. Herr Abgeordneter Racker, es ist ein strafrechtlicher Vorwurf, echte Korruption. Ich würde Sie bitten, das zurückzunehmen, sonst muss ich einen Ordnungsruf erteilen. Zu Wort.